Kurze Info, Leute, bevor das Video richtig losgeht. Die Bibi hat heute ein Video hochgeladen und zwar hat sie den größten Keks der Welt gebacken. Guckt auf jeden Fall rein und in der Infobox habe ich euch verlinkt. Nein. Nein, ich habe mir gerade ein Toaster, ein Selfie-Toaster für $106 bestellt. Bianca meinte die ganze Zeit, ja kauf. Komm, du wolltest doch immer schon einen sprechenden Toaster. Der kann aber nicht sprechen. Ich hab den jetzt bestellt, ne? Wie viel sind $106? Wie viel sind das? 90 Euro für einen Toaster! Okay. $106. Ein? Was? Wenn dieser Toaster jetzt scheiße ist und nicht gut toasten wird und ich nicht das perfekte Selfie... Da stand, das kostet nur $40! Ich hab doch gesagt, man darf mich nicht allein in einem PC sitzen lassen. Das kann nicht gut ausgehen. Alter, ich werde alles toasten, was es nur gibt. Ich werde... Schreibt jetzt in die Kommentare... Vollidiot! Nee, dann gib mir einen Daumen hoch. Komm. Was sagst du dazu, Bianca? Ich sag dazu, du bist völlig gestört in deinem Hirn. Komm, verpass mir einen Gürtelhieb. Boah, wirklich, darf ich? Verpass mir einen Gürtelhieb für diese dumme Tat. Getan. Nein! Entschuldigung. Ah! So Leute, da bin ich wieder. Wir haben jetzt, aua, eine Woche später, anderthalb Wochen. Was machst du da? Ich bin gerade in den Fuß gestochen worden. Das tut so weh. Also Leute, auf jeden Fall habe ich jetzt hier so Brief bekommen. Zeige ich nicht, sonst über meine Adresse. Und da steht drauf, dass dieser dumme Toaster bei wo? Bei was? Wo wird der abgegeben? Zollamt. Beim Zollamt. Und beim Zollamt muss man Zollgebühren zahlen. Ich weiß nicht, wie hoch diese Gebühren sind. Ich werde euch jetzt mal den Preis, den ich bis jetzt ausgegeben habe für diesen dämlichen Toaster, jetzt mal dingensen. Leute, ich bin richtig... Dieses Video ärgert mich einfach nur. Aber wenn ich gleich das geilste Toast aller Zeiten in meinem Gesicht drauf toaste... Jedem, dem ich das bis jetzt erzählt habe, ich habe mir einen Selfie-Toaster bestellt, meinte, boah, ist doch voll cool, kannst du immer Selfies machen und die dann toasten? Ich so, nein, ich kann nur ein Selfie toasten. Und da kam immer so, bist du voll dumm, sowas bestellt man sich doch nicht. Seht ihr das, wie die mich alle angaffen da oben? Jetzt komm, Bibi. Wir waren jetzt eineinhalb Stunden wegen meinem unfassbar dummen Toaster da drin. Die haben den ausgepackt, auseinandergenommen, haben gefragt, warum ich sowas bestelle. Haben sich das angeguckt, haben mir Fragen zu diesem Toaster gestellt. Ich so, ey, keine Ahnung, ich wollte einfach nur witzig sein. Durfte jetzt 17,96 Euro Zollgebühr. 17,96 Euro Zollgebühr zahlen. Ich habe es jetzt gerade ausgerechnet. Wir sind jetzt auf, ich schreibe euch die Summe schon mal, ich glaube 112 Euro irgendwas. Ich habe 112 Euro für einen Toaster ausgegeben. Ich habe die Flasche kaputt gemacht. Scheiß Toaster, ey. Guck mal die Flasche. Seht ihr das? Könnt ihr es erkennen? Seht ihr das? Ja, da, man sieht's. So, Freunde, da bin ich nun auf meinem Bett mit meinem Toaster. Ich habe ihn noch nicht wirklich wahrgenommen. Und Bianca hat ihn wieder mit Klebeband für mich eingepackt. Und jetzt habe ich schon fast wieder diesen neuen Effekt. Und tue einfach mal so, als hätte ich noch nichts gesehen. Oh, ein Toaster! Ne, hier ist schon ein getoastetes Toast drin. Aber das interessiert mich jetzt erstmal nicht, weil ich das selber toasten will. Darum zeige ich euch das jetzt noch nicht. Wie sieht bitte der Selfie-Toaster aus? Alter! Wow! Ne. Ich dachte, die hätten mein Foto da drauf gedruckt. Die haben das da drauf geklebt. Die haben mein Foto genommen und das mit Tesafilm da drauf geklebt. Dafür habe ich 112 Euro gezahlt. So sieht das gute Stück aus. Ich weiß, nicht ganz so scharf oder so, aber ich glaube, das muss man auch nicht scharf sehen, würde ich mal behaupten. Also, das ist der 94 Euro Drucker. Nein, das ist kein Drucker. Sonst könnten wir damit drucken. Bianca! Auch mal fokussiert oder so. Wäre das drin? Selfie Toaster! Aktivieren!
Oh, das riecht schon so komisch. Eingefroren, aber ja. Wie eingefroren? Ist nicht schlimm, dann müssen wir ein bisschen länger drin lassen. Friert ihr auch euer Toast ein? Bianca friert immer. Oh, Toast! Und einfrieren. So, Leute, jetzt werden wir uns, das habe ich auch noch nie gemacht, mit euch zusammen eingetoastet. So, Leute, jetzt toasten wir uns mal eine Runde, was? Ein eingefrorenes Julian. Du willst auch einen Julian-Toast, ja, ja, oder? Einmal, wie rum packen wir das? Hier mal. Ganz behutsam, wir wollen ja euch das so Selfie in irgendeiner Weise beeinträchtigen. Okay. Wisst ihr, was ich eigentlich dachte, ich Vollidiot, als ich mir ein Selfie... Okay, das war kurz... Ha! Oha, oha, oha. Oha, 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 oha. Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel! Eis, Eis, Eis! Nichts. Da ist nichts. Da ist gar nichts. Nicht aus, ey. Steck nochmal rein, das kann nicht sein. Ich steck dir diesen Sch. Okay, das andere Toast ist bestimmt. Ich habe mir für 112 Euro einen Selfie-Toaster bestellt. Ruhig, Julian, ruhig. Vielleicht irgendwas falsch gemacht. Nein, was soll man mit einem Toaster auch schon falsch machen? Ich steck dich da jetzt nochmal rein. Ich drehe das jetzt auf 7 Minuten. Okay, ich sag euch, was ich dachte. Ich dachte, hier, so, Handy, Foto, blend das hier rein und dann habe ich einen Toast. Aber nein! Nicht auswärts benutzen, keine Kinder dürfen damit toasten, nichts anderes in den Toaster stecken. Einen mit alles toasten, was es nur gibt. Benutze den Toaster nicht im Wasser. Ach was! Ich wollte eigentlich ins Schwimmbad gehen und im Wasser mir einen wegtoasten. Ich will einfach wissen, warum mein Selfie nicht getoastet. Wow, 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 stopp! Ja! Ja! Nein! Heißt, das ist... Zieht euch das rein! Das ist das Foto, was... Das ist... Das bin ich. Dafür habe ich so viel Geld ausgegeben. Das ist das Ding, was die mir mitgeschickt haben. Sieht irgendwie 1 Milliarde mal geiler aus. Das ist auch größer, das Toast von denen. Was ist das? Richtig hässlich. Also, was soll ich sagen? Ja, nein, man, nein. Ja, nein. Ist scheiße. Ist zwar nicht für den menschlichen Verzehr geeignet, ist nicht geeignet, aber ich werde es trotzdem essen. Das ist Zwieback! Das ist Zwieback oder was? Klar. Da beiß ich mal in einen mindestens 2 Wochen alten, scheißverranzten Scheiß-Toast-Zwieback-Keks und dann, obwohl auch noch draufsteht, nicht für den Verzehr geeignet. Also wisst ihr, wenn man schon so einen Toaster im Internet sieht, dann sollte man es einfach lassen. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, diesen Toaster zu kaufen. Das ist auch nur eine Erfahrung für mein Leben. Eine Erfahrung, die ich vielleicht hätte gar nicht gebraucht für mein Leben, aber eine Erfahrung, die ich nun habe in meinem Leben. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr sagt, Julian, ich kann nachvollziehen, dass du dir diesen Toaster bestellt hast. Oder Julian... Ich kann nicht nach... Schreibt mir irgendwas in die Kommentare, was euch gerade einfällt. Und auf der linken Seite verlinke ich euch, wie ich die Bibi in 100 Rollen Klopapier eingewickelt habe. Dieses Video ist wenigstens gelungen und da werdet ihr euch krank lachen ohne Ende. Und Leute, jetzt denkt daran, dass die Bibi den größten Keks der Welt gebacken hat. Also verlinke ich euch hier und in der Infobox. Schaut rein. Das sind auf jeden Fall 2 Videos, die ich euch wirklich empfehlen kann, die auch nicht so komisch geworden sind. Das war's. The toasting is ending now. Okay, Leute, schaut auf jeden Fall in meinen anderen Videos vorbei. Lasst mir Daumen nach oben, einen Mitleidsdaumen, weil ihr sagt, Julian, du tust mir leid, dass du so dumm warst und dir diesen komischen Toaster bestellt hast. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Schaut vorbei, Daumen nach oben. Bis dann. Tschüss.